Hallo, ihr Lieben. Willkommen zum Portaltagsorakel. Freitag und Samstag haben wir ja wieder zwei direkt aufeinanderfolgende Portaltage. Und ich kann euch schon mal verraten, dass wir einen Download dazu bekommen werden, ein altes Verhalten zu beenden, ja, damit wir endlich aus der Stagnation ausbrechen können und ein neuer Zyklus beginnen kann, ja. Und oder anders gesagt, ein Karma aufzulösen. Ja, wie bringt man Karma in die Auflösung, indem man nicht immer in dem gleichen Verhalten stagniert, rotiert, ja, sondern eine Bilanz zieht und aufgrund dieser Bilanz ein anderes Handeln an den Tag legt, ja. Und dazu lege ich mal wieder das Angels Message Board, ja. Und zwar sollte ich euch zu den Themen Aura was mitgeben. Was strahlt ihr denn gerade aus, ja? Was schwingt denn in eurer Aura mit? Welche Energie sendet ihr ab, ja? Wie werdet ihr denn vom Außen wahrgenommen? Dann zu dem Thema Entscheidungen, zu dem Thema Lernaufgaben, zu dem Thema Talente und zu dem Thema Berufung. Ja, gelegt habe ich mit den Kipperkarten und damit wir noch ein bisschen Hintergrundinformationen dazu bekommen, habe ich zu dem jeweiligen Themenfeld noch eine Botschaft von den Weisheitskarten erbeten. Ja, wir fangen an mit eurer Aura. Was strahlt ihr denn so aus? Und da haben wir ihr seid in Gedanken, ne? Introvertiert, also in euch gekehrt, mit euch selbst beschäftigt. Warum? Weil ihr eure Gedanken darum kreisen, ob ein Neuanfang möglich ist, ja? Und eure Gedanken um die Gedanken eures Gegenübers kreisen, ob sich euer Gegenüber vielleicht auch Gedanken über einen Neuanfang macht. Ja. Ihr habt also eine, ja, in euch gekehrte Ausstrahlung. Ne? Ja, hier. Eine Beobachtende. Ihr seid auf Beobachtungsposten. Ihr habt, seid unflexibel, ne? Ihr strahlt auch eine gewisse Unbeweglichkeit aus, ja? Warum? Weil ihr euch auf ein bestimmtes Ziel fixiert. Und im Rückzug seid und beobachtet, ob dieses Ziel eine Erreichbarkeit für euch bekommt, ja. So würde ich es mal sagen. Also auf ein bestimmtes Resultat seid ihr fixiert, ja. Und dadurch strahlt ihr natürlich eine Erwartung aus, ne? Eine Erwartung im Zusammenhang mit den Karten, dass ein Neuanfang euren Erwartungen entsprechen muss, ne? Da ist nichts Unvoreingenommenes, ne? Da ist eine Fixierung. Da ist auch nichts Aufgeschlossenes. Ja. Also unaufgeschlossen, introvertiert, im Rückzug, in einer Warteposition. In einer Starre, ne? Da haben wir sie wieder, die Stagnation, ne? Das ist das, was ihr ausstrahlt.
Gut. Was haben wir denn dann zu dem Thema Entscheidung? Ja. Worauf richtet ihr da eure Beobachtung? Ja. Auf eine Entscheidung für einen guten Ausgang in der Liebe. Die wartet ihr ab, ja, gedanklich. Ihr beobachtet, seid abwartend und strahlt genau diese energetische Welle natürlich auch aus, ne? Wenn das euer Aurafeld ist, ne? Ja, ich beobachte dich. Ich beobachte dich und warte, ob da nochmal eine Entscheidung auf einen guten Ausgang in der Liebe kommt. Ja, Ausgewogenheit aus dem Kopf, auf dem Kopf. Hier, schaut mal. Die Waagschale, ne? Also es geht um Gerechtigkeit eigentlich, ne? Gerechtigkeit, Ausgeglichenheit, Ausgewogenheit. Auf dem Kopf ist es aber, ja, dass es halt nicht gerecht ist, ne? Also sprich, ihr wartet auf eine Entscheidung in Sachen Liebe, die euch eine Wiedergutmachung verspricht. Ja. Eine Wiedergutmachung von alten Verletzungen. Eine Wiedergutmachung von Ungerechtigkeit, ne? Und es geht jetzt darum, eine Entscheidung zu treffen, ja, da in die Eigenverantwortung zu gehen, ne? Für sich selbst einzutreten. Da kommt mir direkt die Bariel-Energie wieder, ne? Sich von dem Sinn für Gerechtigkeit leiten zu lassen, ja? Ja. Und das ist die Entscheidung, die fehlt, ne? Bei euch ist die Entscheidung aktuell zu beobachten, ja? Ob eine Entscheidung im Außen für Wiedergutmachung zum guten Ausgang in der Liebe getroffen wird. Und das ist der Beobachtungsposten, die Fixierung, die Unbeweglichkeit, die ihr ausstrahlt. Finde ich schon sehr faszinierend, weil wenn wir uns an das Neumond-Orakel erinnern, lag was beim Gegenüber? Das Wissen, dass euer Gegenüber aktiv auf euch zukommen sollte und für Gerechtigkeit sorgen sollte. Und auf Herzebene, ne? Dass es aber auch so ein kalter Zustand ist, ja? Und auf der Handlungsebene die Hemmung, ne? Warum ist das so ein kalter Zustand, ne? Wenn ihr fixiert seid auf ein ganz bestimmtes Ergebnis, ja, da total unbeweglich seid, das muss so ablaufen oder gar nicht, ne? Und das beobachtet und ausstrahlt, da hätte ich auch Hemmungen, ne? Das löst ja einen dezenten Druck aus. Ja. Ja. Auf jeden Fall
möchten Sandalphon und Bariel euch an diesem Portal tagen, ja, darin, daran erinnern, dass ihr nicht von anderen Wiedergutmachung erwarten könnt, ja. Das hat, ja, komm her du, nichts mit Ausgewogenheit zu tun, ja. Ausgewogen ist, sich auf Augenhöhe zu begegnen. Was wäre denn Augenhöhe? Augenhöhe wäre, wenn ein Gegenüber Zugang zu seinen Gefühlen bekommen hat, ja, und zu diesen stehen möchte, ja, und eher Vergangenheit, was gewesen ist, ist gewesen, loslassen könnt. Ne? Das wäre dann ausgewogen. Vergeben. Vergangenheit weglassen, in die Eigenverantwortung gehen. Und die Entscheidung zu treffen, in die Eigenverantwortung zu gehen. Das für den guten Ausgang in der Liebe beide verantwortlich sind. Ja. Und nicht eine einseitige Wiedergutmachung geschehen kann, ja. Damit gebt ihr einen zu engen Rahmen vor, in dem das Fließen der Energie nicht möglich ist. Ja, damit bewegt sich der andere, der die das gegenüber, in einem Forderungs- und Erwartungsrahmen, den man vielleicht an seine Kinder richten kann, ja, um sie irgendwie in der Gesellschaft zu platzieren, aber nicht an einen anderen erwachsenen Menschen. Und das hat auch nicht viel mit Augenhöhe zu tun. Ne? Also sprich, ihr müsstet die Entscheidung für eure Eigenverantwortung, für euch treffen, ja. Und die Erwartungshaltung, dass ein Gegenüber erstmal Wiedergutmachungsarbeit zu leisten hat und ihr das ganz genau beobachtet, führt nicht zu einem guten Ausgang in der Liebe. Das führt zu Flucht und Rückzug. Wir gucken erstmal die Lernaufgaben an, bevor wir an die Talente gehen, würde ich sagen. Ne? Ja, schaut. Die Lernaufgabe ist jetzt, die Gedanken wegen den Belastungen loszulassen, ne? Und wieder ins Glück zu kommen. Ja, was ich gerade gesagt habe, ne, das ist die Entscheidung für die Eigenverantwortung im guten Ausgang in der Liebe, ja. Ist nicht ausgewogen, ja, weil ihr eine klare Erwartungshaltung an einer Wiedergutmachung habt. Und eure Lernaufgabe ist die Eigenverantwortung, ja. Die Eigenverantwortung zu entscheiden, wo liegt mein Glück, was macht mich glücklich, ja, und wo habe ich trübe Gedanken, traurige, aufgrund trauriger Nachrichten, ja, was belastet mich, ja, und das eigenverantwortlich in den Verlust zu bringen, ne, eigenverantwortlich
ins Glück zu gehen und das nicht als Erwartung ins Außen zu richten. Oh, gucken wir mal weiter, ne? Talente. Ja, die Talente sind, ihr habt gerade das Talent dazu, zu Kontaktverlust. Verlust von Stabilität, Verlust von Sicherheit und Kontaktverlust. Warum? Weil ihr zu sehr fixiert seid auf eine Wiedergutmachung und zu wenig in die Eigenverantwortung für euer Glück geht. Ja. Euch fehlt das Talent der Erneuerung. Ihr entzieht euch der Erneuerung durch diesen Rahmen, durch diese Fixierung, durch das, durch die Stagnation. Durch die Stagnation, durch die Stagnation, wie wir sie im Winterorakel hatten, durch die mangelnde Risikobereitschaft, wie wir sie im Mars-Orakel hatten. Ihr erlaubt euch diese Erneuerung quasi nicht. Ihr bleibt in diesem Beobachtungsposten mit der Fixierung auf ein bestimmtes Ergebnis in der Liebe. Ja, was eine Wiedergutmachung beinhalten muss. Und das hält euch vom tatsächlichen Glück ab und lässt euch in dieser Dauerschleife der trüben Gedanken, weil diese Nachrichten, auf die ihr euch fixiert habt, nicht kommen. Damit verhindert ihr den Fluss der Erneuerung. Ja. Das ist das Problem. Und das ist der karmische Kreislauf, den es jetzt zu durchbrechen gilt. Wenn ihr dieses Verhalten, ne, wie wir es in den Orakeln jetzt liegen hatten, ne, Stagnation, mangelnde Risikobereitschaft, nicht verändert und weiter in dieser Fixierung auf der Wiedergutmachung bleibt, ja, euch nicht hier rausholt, kann Karma nicht abgelöst werden, kann kein neuer Zyklus beginnen. Ihr müsst in die Eigenverantwortung für euer Glück gehen, diesen Beobachtungsposten, diese Fixierung verlassen, ja, damit ihr euch erneuern könnt. Und zu dieser Erneuerung hat uns das Winterorakel als Hilfestellung mitgegeben, lebt die Lilith in euch. Ja. Und das Mars-Orakel als Hilfestellung zeigt Risikobereitschaft. Damit durchbrecht ihr dieses Karma, diesen Zyklus und könnt etwas Neues beginnen. Und damit meine ich nicht, ne, das erkläre ich euch ja immer wieder, es bedeutet nicht, dass ihr positive Gefühle zu einer Person, Liebe, loslassen sollt. Aber wenn ihr doch merkt, dass euch das nicht voranbringt, ganz im Gegenteil, das energetischen Druck auf ein Gegenüber auslöst, dann erneuert doch was. Verändert doch euer Verhalten.
Kümmert euch um euer Glück und um eure Leichtigkeit. Wenn sich ein Gegenüber nicht mehr beobachtet fühlt und nicht mehr unter Druck gesetzt fühlt, dass er, sie, es hierfür verantwortlich ist, wird er, sie, es auch viel leichter wieder auf euch zukommen können. Und das ist ja auch das, was wir im Neumond-Orakel liegen hatten. Ne? Da ist schon die Bewusstheit hierfür da. Ja? Aber auch eine Starre und Hemmung deswegen. Ja. Wozu solltet ihr euch denn jetzt berufen fühlen? Ja, zum einen spielt sich diese Krankheit, ne, nur im Kopf ab. Ja. Das müsst ihr euch mal bewusst machen. Das ist lediglich euer Mangeldenken, was euch davon abhält. In Wirklichkeit gibt es gar keinen Mangel. In Wirklichkeit, ja, das ist ja auch das, was wir liegen hatten, ne? Dass euch eine Chance vom Außen gar nicht gereicht werden kann, weil ihr euch selber in diesem Beobachtungsposten, in dieser Aura der Beobachtung und Fixierung gefangen haltet. Und wenn ihr diese Krankheit, die nur im Kopf ist, nämlich dieses Mangeldenken, ja, mal hinter euch lasst, und euch die Erneuerung erlaubt, dann kann euch im Außen auch wieder etwas begegnen, etwas gereicht werden, ja, was sich gut anfühlt. Und vielleicht löst das dann ja auch einen Gedanken in euch aus, wie, oh mein Gott, war ich bescheuert, ne, dass ich so lange da drin verharrt habe. Weil irgendwann muss man doch mal an den Punkt kommen, wo man merkt, ich sitze hier jetzt seit einem halben Jahr, da tut sich gar nichts. Oh, fange ich mal wieder an, am Leben teilzunehmen. Ja, Bilanz ziehen, Wochenorakel. Ne? Ihr schaut. Ihr wisst es, ihr wisst es und bekommt jetzt auch noch mal die Downloads dazu, ja. Ihr habt die Intuition, ihr habt das Wissen dazu, dass das nichts bringt und das viel sinniger ist. Und jetzt solltet ihr euch berufen fühlen, ja, dieser Intuition zu folgen und euren Frieden damit zu machen. Und Frieden für eine Situation bekommt man nur, wenn man in die radikale Akzeptanz der Situation geht. In die radikale Akzeptanz, dass ihr eigenverantwortlich seid, dass sich in eurer Beobachtung, in eurem Beobachtungsposten, in eurem Gedankenkarussell bislang keine Änderungen für euch ergeben haben und ihr die Bilanz zieht, dass ihr hier nicht mehr drin bleiben wollt, eine Eigenverantwortung für euer Glück habt und eine Erneuerung notwendig ist. Ja. Dieser Intuition zu folgen, ja, bedeutet, in die radikale Akzeptanz zu gehen, um wieder inneren Frieden spüren zu können. Und das ist dann die Basis für eine Entfaltung, für eine Verwirklichung, ne, die Bewusstheit für euer Mitschöpfertum. Das ist das, wozu ihr euch jetzt berufen fühlen sollt. Haben wir aber in allen Orakeln auch liegen gehabt jetzt. Ne? Ob es nun Neumond-Orakel, Winter-Orakel oder Mars-Orakel war. Und ihr bekommt jetzt an diesen Portaltagen, ja, den Download für das tiefe Verstehen, dass es momentan nichts anderes für euch gibt, als in die radikale Akzeptanz zu gehen und eure Eigenverantwortung für euer Glück
zu erkennen und dass das die Basis für die Erneuerung ist. Und nicht die ununterbrochene Fixierung und Beobachtung, ob eine Wiedergutmachung auf euch zukommt, die euch einen guten Ausgang verspricht. Das ist der karmische Kreislauf, den es zu durchbrechen gilt. Wenn ihr gemerkt habt, dass ihr schon seit längerer Zeit hier drin verharrt und sich nichts ändert, dann zieht Bilanz, ja, geht ins Mitschöpfertum, in die Eigenverantwortung und fangt mit der Erneuerung an. Und die findet so statt und nicht so. Ja. Also ich kann es nur wiederholen. Da sind wir wieder bei den Weihnachtsmärkten und raus mit euch und mal einen Glühwein ausgeben lassen und sich mal über ein geschenktes Lächeln freuen. Okay? Ihr Lieben, ihr hört aber auch Sonntag nochmal von mir, ja? Mit dem neuen Wochenorakel.